Over and Out. Eine deutsche Komödie über drei Freundinnen, die eine ungewöhnliche Urlaubsreise unternehmen. Und die Frage ist, haben wir diese Story nicht schon mal gehabt? Ja, allein in diesem Jahr zweimal. Am Jahresanfang gab es JGA und wir hatten unlängst Jagdsaison und eigentlich hatten die alle dieselbe Ausgangssituation, wenngleich die Themen, um die es ging, inhaltlich variierten. In JGA... Waren es drei Freundinnen, die einen Junggesellenabschied abhalten wollten, nachdem die Braut ausgefallen ist, einfach äh, den Trip alleine gemacht haben. Und in die Jagdsaison war eine Frau dabei, die auf einem Wellness-Wochenende fremd gehen wollte und zwei Freundinnen dabei hatte und die eine hat sie unterstützt und die andere hat dagegen gearbeitet und in Over and Out haben wir eine andere Situation da spielt das ganze im Schwerpunkt in Italien wenn gleiches laut Abspann eher in Kroatien gedreht wurde es geht um ich muss es ablesen Steffi Lea und Toni die reisen nach Italien um dort an der Hochzeit ihrer Freundin Maya gespielt von Nora Czerna teilzunehmen und das Problem ist, Maja hat bei der Einladung gelogen. Sie ist leider an Bauchspeicheldrüsenkrebs verstorben. Da liegt ihre Leiche und sie hat den Wunsch hinterlassen, dass die drei Freundinnen ihre Überreste an einen bestimmten Strand transportieren und sie dort beerdigen. Und äh, das, äh, diesen Wunsch erfüllen die drei Freundinnen ihr. Das heißt, sie stibitzen die Leiche und dann haben wir einen Roadtrip, in dem drei Frauen mit einer Leiche im Kofferraum durch die Gegend fahren. Und ich hatte das Glück, dass ich die richtig falschen Erwartungen an den Film hatte, weil drei Frauen mit einer Leiche, da kann ich mir doch eine Menge Gags vorstellen: mit, oh, da kommt jemand vorbei und man sagt, ah, sieh mal, äh, der darf nicht wissen, dass das eine Leiche ist, wir tun so, äh, als würde sie noch leben, hallo, winken, oder ähm, die Leiche furzt im falschen Moment, also irgendwie dieses Leichenthema. Aber das wird gar nicht gemacht. Denn sie wird wirklich am Anfang in den Sarg, äh, aus dem Sarg ins Auto verladen. Und allein diese Sequenz, die ist zwar mit dem einen oder anderen Gag aufgelockert, aber trotzdem, hier sind drei Frauen, die die Leiche einer engen Freundin transportieren. Das hat eine Traurigkeit eine Ernsthaftigkeit. Einfach nur, die heben die aus dem Sarg und die sagen, oh Gott, sie ist steif. Sie fühlt sich so komisch an oder so. Und das wirkte echt. Und genauso hat der Film einen Schwerpunkt. Der äh, natürlich hier zu allem dazugehört. Ja, das war jetzt ein toller Satz. Ich meine damit. Wir haben hier einen Roadtrip, wir haben drei unterschiedliche Frauen. Wir haben eine Sängerin, die beruflich erfolgreich ist, aber privat eine Chaotin, eine brave Hausmutter, die sich da in der Ehe und in ihrer Beziehung gelangweilt fühlt, und eine eiskalte Geschäftsfrau, die irgendwie mit keinem so richtig kann und auch dabei ist, ihr Leben gegen die Wand zu fahren. Und ähm, wir haben hier. Ein trauriges Grundthema, nämlich dass hier drei Freundinnen sind, die sich seit vielen, vielen Jahren kennen und jetzt einen jemanden von ihnen zu Grabe tragen. Es gibt ein wenig Komödie, die ein oder andere kleine Situationskomik oder so und ein bisschen Drama. Nur dass dieses bisschen Drama den absoluten Schwerpunkt darstellt und ich diesen Film glatt schon nicht mehr als Komödie sehe, sondern wirklich als ein handfestes Drama. Das Problem ist, dass ein Gag mit einem Dildo drin ist oder einem Vibrator, der auch gleich im Trailer verbraten wird. Und auch ansonsten lässt der Film den Trailer umgekehrt, der Trailer den Film deutlich fröhlicher wirken, als das letztliche Werk ist. Denn es gibt endlos viele Szenen wo schmerzhafte, bittere Dialoge geführt werden und wo diese Frauen, die ihr Leben lang miteinander zu tun haben, hier gegenseitig ihre innersten Gedanken, ihre Probleme auskippen. Und vor allem im Laufe des Films steigern sich mehr und mehr die Konflikte zwischen den Frauen. Vor allem wird wahnsinnig viel aufgedeckt, was zwischen denen im Argen und im Unausgesprochenen liegt. Das ist gleichermaßen sehr emotional, aber auch ein bisschen zu viel. Also die ein oder andere Komplikation, die hier so aufgedeckt wird, hätte man vielleicht einstreichen können. Hier wäre vielleicht ein wenig weniger mehr gewesen. Aber letzten Endes bin ich selber überrascht, wie mich der Film dann doch ergriffen hat. Vielleicht, ich kann das jetzt nicht allzu lang, aber mit einer persönlichen Anekdote aus der letzten Zeit verknüpfen. Ich habe einen sehr lieben Freund. Ich habe den unglaublich gern. Ich habe vor 16, 17 Jahren geholfen, als er von zu Hause ausgezogen ist in seine WG. Ich habe ein paar Jahre später dabei geholfen, wie er aus der WG mit seiner Freundin zusammengezogen ist. Und jetzt musste ich dabei helfen, wie er einen weiteren Umzug, einen nicht so schönen, vollziehen musste. Und äh, es ist einfach. Man ist an der Stelle im Leben angekommen, wo man auch so etwas machen muss. Und auch ich werde irgendwann mal am Grab eines Freundes stehen. Oder die stehen an meinem. Aber dieser Film verdeutlichte mir einfach so eine Situation, die man so im Alltag nicht so, an die man nicht denkt, dass die irgendwann mal kommt und dann ist sie da. Und deswegen hat er mich an der richtigen Stelle gekriegt. Letztlich kann ich dir nicht besonders attraktiv verkaufen. Das ist ein typischer Film, wie man ihn in der Ladies' Night sehen will. Im Marketing wird zu so mehr die Comedy und so weiter rausgekehrt, aber die Figuren sind. Zwar Reißbrettfiguren mit, die Geschäftsfrau, die Mutter und so weiter, aber die sind gar nicht mal sonderlich sympathisch, aber irgendwie sehr authentisch. Und letztlich fällt der Film für mich in der Wertung zwischen drei und vier. Ich lasse ihn jetzt mal nach hinten kippen, aber nur, weil er hier und da auch ein wenig Timing-Probleme hat, dass er bei einer Laufzeit von fast zwei Stunden am Ende auf einmal rabiat Schluss macht, um dann im Abspann noch ein paar Storylines zu Ende zu erzählen. Gleichzeitig äh, Einige von diesen Ryama-Passagen in unfassbare Längen geraten. Deswegen alles in allem ein guter Film und ich empfehle ihn total und es ist nicht das, was man erwartet. Wie seht ihr das? Habt ihr Lust auf, eine solchen auf einen solchen Film? Habt ihr den Trailer gesehen und äh, hat der euch abgeschreckt? Das kann ich mir vorstellen. Erzählt mir das doch mal in den Kommentaren unter diesem Video. Ansonsten könnt ihr mir immer gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo und wir sehen uns gerne zur nächsten Kritik. Macht's gut, bis dann, ciao.